Ich gehe erstmal gleich in die Hauptspawn-Zone, so wie es Warum aussieht. denn? Weil ich da gerade eh durch muss. Aber ist auch gar nichts. Ich bin dahinter gespawnt, Martin. Ich will, wenn ich in deine Richtung will, muss ich da durch. Nö, du willst aber nicht in meine Richtung. Nein, aber dann nicht. Du willst dahin, wo ich dir sage. Aha. Wo sagst du mir? Airfield. Okay, westliches oder Berenzino? Berenzino. Achso, okay. Gleich da. Okay. Alter, Heilige. Na, Zeit kennt man aber selbst die Map hier auswendig. Klar. Oder zumindest findet man sich gut zurecht. Auch wenn ich immer wieder auf die Map schauen muss. Ja, ich auch, aber ich meine, hallo, es ist auch ziemlich schwer, weil da draußen im Ödland sieht irgendwie alles gleich aus. Wenn ich ganz Horsch, ehrlich bin. ein Buttermesser, Mann. So, ich gehe jetzt aus der Safe Zone raus und gucken, ob ich was looten kann irgendwo hier. Das Auto da looten. Schnell hin. Da sind Demon. Kann ich mich an den ranschleichen und ihn töten, weil der backt so halb in der Wand fest? Ja, was mies Nein, wäre, kann ich nicht. wenn sich einer vor dich drängelt beim Auto looten und da dein Essen rauskommt und der das einfach instant frisst. Und du den nicht mal töten kannst und da nichts bekommst. Also ich habe gerade so viel AP gegen so Crawler verloren sogar. Richtig schlecht, du. Ja gut, passiert. Und der sich gut portet. Ja. Ich habe ja noch eine Wasserflasche, falls ich wenig Ich Essen finde habe. die Atmosphäre in dem Spiel ganz cool gemacht. Also wirklich mal postapokalyptisch. Und sieht nicht so aus wie bei DayZ, ja, da hat noch vor 3 Tagen einer drin gewohnt. Vor allem, Nur die Häuser. das hier ist wenigstens Essen, was wirklich nicht verdammt gammeln kann. Die sie liegen da einfach irgendwo mal, Leute, was war denn das jetzt? Ein Kreisch hier. Liegen da irgendwo einfach mal, keine Ahnung, eine Dose Spaghetti. Da sind aber auch so konz viele Ja, aber Konservierungsstoffe drin. Spaghetti. Dose Spaghetti, komm. Ja, Dose es gibt eine Fisch. Dose Spaghetti, gibt's. Ja klar, aber die halten nicht so lange. Leute, ich stehe auf dem LKW und der kommt nicht hoch. Der portet sich immer nur dagegen. Nein, er hat sich neben mich geportet. Wer hat das denn jetzt gemacht? Diesen Schlafsack, der schon durchsucht ist, scheiße. Fick dich, du dumme Hure, du. Was erlaubst du dir eigentlich? Also hier ist so eine Kreuzung mit ganz vielen Tankstellen. Denkst du dir eigentlich, das wird es doch in Wirklichkeit gar nicht geben, aber leider gibt es das in Wirklichkeit doch. Die Amerika. Da war wirklich, war eine Stadt, die bestand aus 5 Häusern. Da war eine Kreuzung, an jeder Ecke von der Kreuzung stand eine Tankstelle. Alles Konkurrenten, oder was? Ja. Gut, wenn da viele Touristen hindurchkommen. In der Nähe vom Death Valley. Da ist nichts. Ich habe keine Da Ahnung, was Death staubtrocken. Valley ist, okay, aber... Death Valley, diese Wüste da, wo es 50 Grad ist täglich. Aber ich habe schon mal eine Battle Axe. Das ist ein Plan. Ich habe schon mal Geschirrspültabs. Wer ist jetzt besser Hä? ausgerüstet? What the fuck? Was ist das denn hier jetzt? Das ist ein Katana. Lol. Da lag gar kein Katana. Ich habe gar kein Katana aufgehoben. Egal. Ich bring dir eine Ist Battle egal. Axe mit. Ich habe eine Vending Wo treffen wir uns denn? Machine. Keine Ahnung. Ist Claimed mir bei scheißegal. STKR. Bei STKR. Okay. Ja, wo ist denn das? Claimed bei STKR easy. Links über der Safe Zone. Der Haupt-Safe Zone. Links. Das Klavier von beiden? Das, Das sind das zwei. obere. Das mehr am Fluss ist, oder? Ja, ich loot noch schnell die Tankstellen, dann komme ich in die Richtung. Bin gerade zwar ein Stück nach unten gelaufen, aber es geht eigentlich. Also es ist nicht weit, was gelaufen wird. Ach so, du kannst übrigens einfach von, wenn du von Häusern runterspringst, in Bäume reinspringen. Ah, das ist gut zu wissen. Funktioniert. Gerade ausprobiert. Was ist eigentlich mit meiner Kiste passiert? Die ich unterwegs verloren habe. Scheint weg gewesen zu sein. Ja, die ist ins Wasser gefallen. Ich glaube, da kann die keiner nehmen. Das Signal bricht einfach ab. Naja, so ungefähr. Würde ich mal Oh, denken. ich bin ein Katana-Meister.
Huha. Alter, hier ist so ein Motorrad schon wieder. Nee. Ist ein Auto, was schluten kann. Scheiß netter Viecher hier. Ich hab ne Schaufel gefunden, ich meine, die kann nur besser sein als das Knife, oder? Nee, die kann nur besser sein als ein Katana, Alter. Wieso ist ein Katana? Ja, meine Schaufel logischerweise besser ist als ein Katana. Denk doch mal nach. Damit kannst du Löcher graben. Ja, stimmt. Also im Survival, wenn man so generell im Survival sieht, ist eine Schaufel wahrscheinlich besser als der Katana. Schaufel ist, kannst du einschärfen. Ah. Ist genauso scharf wie ein Katana. Okay, du hast recht, diese Waffenspinte oder was auch immer das sind, die scheinen wirklich fast immer gelockt zu sein, wenn wir hier gefunden. Gelockt sind. Ja, ich glaube, da liegen wirklich so High-End-Waffen drin. Ich bin gerade so bei ein paar Krankenwagen. Ja, da ist gerade Zeug drin. Warum liegt in den Krankenwagen eigentlich immer Munition drin, kann ich mal sagen? Ja, weil da vielleicht gerade Polizisten drin mitgefahren sind. Und es soll das hier Polizeiwagen sein. Steht draußen drin. Steht überhaupt, das heißt aber blaue Streifen draußen dran. Ja, dann ist es ein Polizeiauto. Ja, aber... Ja, egal. Ja, doch mal ein Blaulicht. Mm. Ja. Ja. Nein. Doch. Aber Mayonnaise. Bert muss jetzt noch latschen. Oh, ich bin fast da. Ich bin auch gleich da. Also, sagen wir so, ich bin eigentlich da, wenn ich ganz ehrlich bin. Also beim Internetcafé an sich eigentlich wieder, ja. Ist das ja. Keine Ahnung. Das ist Internetcafé. Aber da ganz oben kann man drauf gehen, da ist was. Ich stehe gerade unten im Internetcafé drin, ich guck's mir nur mal ein, vielleicht ist ja wirklich. Vielleicht diesmal ja was gespawnt. Weiß man ja nicht. Wow, ich bin ein Katana-Meister. Hier kommt man nicht raus, echt jetzt. Scheiß Entwickler, Alter. Hm? Dumme Entwickler, die haben hier das so gebaut, dass man hier nicht Oh, hier ist eine U-Bahn. Guck mal rein. Wenn du wirklich gleich da bist, dann weißt du, wo du bist, glaube ich sogar. Komm mal in deine Richtung. Eine neue Escort-Mission gibt's wieder. Wo sind die gespawnt? Sind in der Nähe? Nee. Nee, nee. Jetzt so. Oh mein Gott, die ist in mir gespawnt. Oh mein Gott. Mal so sieht das bestimmt ein cooler Bug. Du hättest deine Waffe in der Hand, könntest sie trotzdem rumtragen. Das wäre cool. Wo bist du jetzt genau? Ja, unten in der U-Bahn drin, aber da ist schon wieder nichts gespawnt. Hier ist ein U-Bahn. Stopp, warte, warte, ich komm runter. Warte mal so auf dieser ersten Etage, wo man runtergeht. Ha. Ha. Siehst du mich? Warte. Ist es bei dir sehr dunkel? Sind da Lichter an? Ja. Bei mir nicht. Bei mir sind Lichter an. Bei mir nicht. Ich bin in der dunklen U-Bahn drin. Ich komm grad raus. Okay, treffen wir uns jetzt dort. Ich bin auf dem Weg. Ich bin schon da. Ich spiel grad Hancock und. Warum ist gerade so draußen zu dunkel geworden? Ah, nee, ja, das ist nur in der U-Bahn. In der U-Bahn ist es ja, so dunkel. Merke ich gerade. Oh ja, da ist gerade ein Lagerfeuer bei mir in der Nähe. Ja, ganz oben auf dem Haus, wo wir uns treffen wollen, ist eins. Ich gehe da hoch, okay? Ja, okay. Komm du dann auch runter, ist ja, an der Seite. Nicht, ich glaube, wir meinen, ja, da, das Lagerfeuer meinst, ich meinte ein anderes. Das, was so ganz oben auf dem Haus ist, weißt du? Ja, geh du da mal hin, ich geh mal das hier bei mir looten. Okay. Wow, ich wurde gefallen. Bin fast tot. Oh mein Gott, ich bin um die Ecke Nein, ich bin um die Ecke gelaufen, aber mich durch das Gelände durchgelaufen und ja. Wir haben noch 40 AP. Alter, warum? Ja. Ich finde das unfair. Wenn ich in U-Bahn gehe, spawnt da nie was. Soll jetzt eine Anspielung drauf sein, dass bei mir immer was spawnt? Ja. Okay. Bei mir ist aber auch gerade nichts gespawnt, also liegt nicht an dir. Gosh. Das stimmt nicht, du lügst. Jetzt weiß ich, warum das hier mit Dungeon Easy markiert ist. Man muss es erstmal schaffen, die Treppe hochzulaufen. Die ist wirklich ewig lang. Ich glaube, man muss es dann auch noch schaffen, die Treppe wieder runterzulaufen. Ich glaube, das ist schwer. Oh mein Gott, warum? Wenn du in der Treppe hochläufst, musst du dann... Wow, du musst die auch wieder runterlaufen. Ja, ich hätte sagen können, dass dann da oben irgendwas ist, wo man dann... Teleporter. Ey, das ist voll cool, das ist voll chill, das ist eine Dachterrasse. Schön grün und alles. Wie zur Hölle komme ich auf dieses Haus hier drauf?